Hier sieht bis jetzt ganz einfach aus, was wir hier machen müssen. Ah, okay. Nee, 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 das war falsch. Cool. Jetzt nichts mehr anstellen, was uns runterwerfen könnte. Ja, verdammt. Okay, jetzt hänge ich im Moment gerade, weil ich am Überlegen bin, wie komme ich da hoch. Da ist etwas, wo wir uns dranhängen können. Und da ist was, aber ich weiß gar nicht, ob uns das da weiterhilft. Stellt sich auch überhaupt die Frage, ob ich da so rüberkomme, ohne weiteres. Naja, probieren geht über studieren und wir haben es geschafft. Ah, es scheint sogar richtig zu sein hier oben. Ja, ich habe eigentlich jetzt gerade voll keine Lust, den da oben zu bekämpfen. Oh, verdammt. Boah. Zum Glück kann Cole so weit gleiten. Okay, einmal ganz um den Turm rum. Hört doch mal auf mich zu schießen, meine Güte. Ja, und dann wieder verpissen, gell? Oh, hat der Glück gehabt, dass ich ihn verfehlt habe. Nein, da ist das Ding. Oh, meine Güte. Hört doch mal auf damit, Mann. Als ob du was davon hättest, wenn du mich jetzt dreimal triffst. Wenn ich oben bin, bist du eh tot. Ja, wenn ich oben bin. Da trifft es das perfekt. Wow. Super, wo ich jetzt wieder anfangen darf. Meine Güte, Mann. Nur weil dumme Gegner da irgendwo rumstehen. Alter. Auch clever gemacht vom Spiel. Gegner, die mir so derbs auf die Nerven gehen. Komm her, komm. Trau dich. Wow, mhm. Idiot. So, bleibt noch einer. Und danach sind wir oben. Wo ist der letzte jetzt, Mann? Ja, genau. Was ist das, Leute, Mann? Endlich. Jetzt können wir in Ruhe da hoch. So, oben. Warum habe ich das jetzt gewusst? Leute, boah, komm. Ah. Jetzt habe ich mit meiner Explosion vom Turm gehämmert. Wow, da fällt er. Endlich, jetzt kann Sieg nach oben. Wird bestimmt noch nicht runterfallen. Der große Gegner scheint überlebt zu haben, so wie es aussieht. Ich wünschte wirklich, das wäre mir nicht passiert. Ich bin nichts als ein blöder Laufbursche, genau wie früher. Ich tue, was man mir sagt, wann man es mir sagt. Und langsam glaube ich, dass sich das nie ändert. Quatsch, Alter!
Wenn wir die Strahlenkugel haben, wird uns wirklich keine mehr blöd kommen. Merk dir meine Worte. Hoffentlich hast du recht, Zeke. Hoffentlich. Ja, hoffentlich. Hier oben der letzte Aufzug dann. Ah, jetzt geht er wenigstens bereits nach oben. Ja, Leute. Ah. Jetzt mal ganz ehrlich, ab und zu hängt es von Cole die Fähigkeit, dass er sich überall dranhängen kann. Oder ich fliege einfach so ein Stück daneben, damit es genau nicht ausreicht und er einfach runterfällt. Also egal was es ist einfach nur unnötig und nervenaufreibend. Oh shit. Da ist die Strahlenkugel. Oh, verdammt. Ja. Ich kenne euch. Olden. Hab ich wie ein Tier eingesperrt, aufs Bett gebunden und fast gegrillt. Aber ich hab's euch gezeigt. Und diesen Schweinen. Sieg, bleib zurück. Wenn ich sage, holst du die Strahlenkugel. Ich halte dir Olden verbleiben. Dann mal los. Ich weiß, warum ihr hier seid, was ihr wollt. Verdammt. Niemand wird mir irgendwas wegnehmen. Wir gegen Olden. Mein einziger Ausweg aus diesem Rex. Verdammt. Durch dich, Olden. Und du hältst mich nicht auf. Du bist ein Narr. Du siehst nur, was andere dir zeigen. Aber du wirst schon noch lernen. Sieg, jetzt, los! Nein. Warum? Stehst du echt total auf den Monster? Wenn mein Turm fertig, werde ich wiedergeboren. Dieser müde alte Körper. Ich kann stark kommen. Dann erfülle ich mein Schicksal. Ich werde mir nehmen, was mir gehört. Das Ding sitzt fest. Ich brauche mehr Zeit. Guckt mal, ey, normal packe ich die Gegner immer und jetzt auf einmal sind die so schwer, oder was? Also ehrlich, kommt, macht's mal etwas realistischer. Wenn mein Turm fertig ist, werde ich wiedergeboren. Dieser müde alte Körper, durch kalten Stahl und Beton erhitzt. Dann erfülle ich mein Schicksal. Ich werde mir nehmen, was mir gehört. Mal gucken, dass ich seine Arme irgendwie zerstöre. Das Ding sitzt fest. Ich brauche mehr Zeit. Da. So, der Heli ist auch da. Oh, verdammt. Du hast mir meine Kindheit geraubt. Mein Zuhause. Du wagst es, herzukommen. Armer, armer Orden. So viel Potenzial verschwendet. Dein Vater wäre ja so enttäuscht. Du wagst es, meinen Vater zu erwähnen. Ich töte euch, euch alle. Zerreiß euch Stück für Stück. Sieg, raus hier, lauf! Sieg riss die Strahlenkugel von ihrem Sockel und geriet zwischen Orden und Kessler. Es war an der Zeit zu fliehen, doch er war starr, vor Schreck. In seiner Angst wurde ihm klar, dass der Schlüssel zu seinen Träumen, ein Superheld zu werden, in seinen Händen lag. Der Mistkerl hat entschieden, Tausende zu töten. Ihr Leben zu rauben, damit er sich verwandeln kann. Und dann... nichts. Es geht allen gut, keine Veränderung. Kessler erkennt die Situation als Erster und behauptet zu wissen, was los ist.
Wenn Sieg ihm die Strahlenkugel bringt, kann Kessler Sieg die Macht geben, die er will. Mein bester Freund, sieht mir in die Augen und macht dann den zweiten Fehler. Alden dreht durch, weil er die Kugel verloren hat. Der Turm bebt und beginnt einzustürzen. Ich war verblüfft, spürte kaum den Aufprall. Also hätte man es gesehen, Sieg hat uns letzten Endes verraten und hat die Strahlenkugel an sich gerissen. Und ist jetzt mit Kessler verschwunden und wir sind jetzt hier im Turm. Oder auf dem Turm. Sie sollten doch jemand Zuverlässiges nehmen. 93 Sekunden. Sieg ist mein bester Freund. Fast wie ein Bruder. Er ist der Einzige, dem ich traue. Bisher zumindest. Tja, Sie haben's vermasselt. Jetzt läuft Alden Amok und Kessler hat die Strahlenkugel. Wir müssen beide Probleme lösen. 63 Sekunden. Vielleicht sind das gar nicht meine Probleme. Vielleicht sollten das die beiden unter sich ausmachen und ich hole mir die Kugel, wenn sich der Staub legt. Was, wenn einer der beiden sie aktiviert und wieder Zehntausende dabei tötet? Und wer weiß, was diese Mäuer damit vorhat? Nein, wir haben keine Wahl. 38 Sekunden. Ich hoffe, sie wollen sie wirklich zerstören. Hab keine Lust auf Spielchen. Ehrenwort. Alden will ins historische Viertel. Finden Sie ihn, schalten Sie ihn aus und suchen Sie Kessler. Ich melde mich. So, das bedeutet für uns, Alden tobt. Also wir können jetzt ins neue Gebiet dann auch. Ich muss jetzt erstmal gucken. Wir sind hier oben. Jetzt die Frage, was wäre cooler, wenn ich runtergleite oder einen riesen Donnerschlag runterhaue? Kurz überlegen. Der Donnerschlag natürlich. Wow. Naja. Allzu viel ist leider nicht passiert. Hatte mir mehr oft. Naja, egal. Hier oben ist nämlich noch ein Audiolaufwerk. Deswegen habe ich überlegt, ob ich runtergleiten sollte. Eventuell hätte ich den dann auch so bekommen. Ich dachte, der Donnerschlag wäre cooler gewesen jetzt. Mein Gott. Naja. Kann man nichts machen. Audiolaufwerk ist irgendwo da drüben. Noch ein Splitter mitnehmen. Audiolaufwerk, wo ist es? Werk. Da. Kessler und Sascha haben sich heute öffentlich gestritten. Es war kein Grund ersichtlich, aber schließlich hat Sascha Kessler körperlich angegriffen. Ich bekam den Befehl, Sascha wegzubringen, was ich auch tat. Als sie ging, drehte Sascha sich nach mir um und sagte, sie würde zurückkommen. Wir würden büßen und durch ihre Hand sterben. Zugegeben, ihr Blick machte mir Angst. Werde vermutlich nun Kessler zugewiesen. Okay. Hier die Scherbe noch mitnehmen. Und da drüben haben wir auch... Oh, verdammt. Ah, hallo.